Morgen, Freunde. Hallo. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt Lust, wieder mal was hier zu machen, zu gucken. Und zwar wollte ich eben mal ganz kurz in einem schnellen Video euch zeigen, wie die Sachen trocken aussehen. Das ist vom ersten Video. Hier fällt auf, es sind einige Löcherchen in der Oberfläche und die Oberfläche ist ein wenig rubbelig. Ich versuche das mal, ob ihr das irgendwie sehen könnt. Vielleicht klappt das so. Auf jeden Fall, was ganz deutlich zu sehen ist, ist hier ein Bereich, der glänzt. Das heißt, in diesem Bereich ist das Silikon ausgetreten. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und wenn wir das jetzt lackieren wollen, also varnischen wollen, absprühen wollen oder auch mit Resin überdecken, was ich jetzt hier bei diesem Exemplar nicht machen würde, aus Kostengründen schon nicht, dann muss dieses hier erstmal weg. Und wie das geht, da reden wir gleich drüber. Nächstes Bild. Hier. Schöne Zellen. Wenig Löcher, na, ein paar hat es schon. Auch ein paar glänzende Bereiche, wo das Silikon ausgetreten ist. Aber, was mich sehr, sehr wundert, das sind hier... Da, wo ist mein Finger? Hier. Ich muss euch das mal so zeigen, dass ihr das vielleicht auch wirklich sehen könnt. Ich drehe das mal andersrum. Da. Cracks. Dieses Bild hat einige Cracks. Habe ich so noch nicht gehabt. Und ich denke, das liegt am neuen Pouring-Medium. So, und das ist das von 3. Ganz wenig Löcher. Ich sehe kaum welche. Winzige. Die Oberfläche ist glatt. Keine Bubbles, keine Risse, kein gar nichts. Einfach nur herrlich. Da schöne Layer. So. Ja, unsere Nordlichter waren das ja. Im Übrigen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir, wenn ihr was nachmacht, einfach mal aus Spaß eine E-Mail schickt mit eurem Bild. Das würde mich sehr freuen. Da kann ich eure Nordlichter mal betrachten. Gut. Kommen wir dazu. Zu Bild 1. Wie kriegen wir da dieses Silikon runter, was ja hier so herumglänzt und was wir abhaben müssen, bevor wir irgendwas auftragen? Da kam irgendwer auf die Idee mit Fensterspray. Finde ich jetzt nicht so gut, weil das ja auch nachfettet. Wir müssen also dieses Zeug runterkriegen, richtig runterkriegen. Und wenn die Oberfläche ganz trocken ist und ihr also sicher seid, das muss mehrere Tage getrocknet haben. Ansonsten könnt ihr da noch Dinge kaputt machen. Wenn das also richtig getrocknet hat, könnt ihr da mit unter den Wasserhahn gehen, bisschen Spüli auftragen, das hört sich jetzt albern an, aber es ist wirklich so, und die Oberfläche richtig mit Spüli einmal vorsichtig und weichen Schwämmchen abwaschen. Dann ist das ganze Silikon darunter. Wenn ihr es dann abtupft mit einem Trockentuch, werdet ihr auch sehen, die glänzenden Stellen sind weg. Oder ihr geht halt explizit nochmal über die glänzenden Stellen rüber. Ansonsten entfernen wir damit auch diesen Smoke, der beim Torchen entsteht. Der ist dann auch weg. Und wenn die Oberfläche so entfettet und sauber ist, könnt ihr alles auftragen, was ihr wollt. Und was das sein kann, zeige ich euch mal. Da haben wir hier zum Beispiel von DecoArt Triple Sick. Ja? Das kann man mit so einem weichen Pinsel
Der ist schon richtig schön weich. Kann man dann dahergehen und das einfach pinseln. Ja? Wichtig ist, er darf keine Haare verlieren und er muss wirklich weich sein. Ansonsten habt ihr schöne Streifen da drauf. Das sieht voll hässlich aus. Und ich mache das noch in einer ganz anderen Sache. Ich habe mir im Internet für kleines Geld das Zeug bestellt hier. Das ist Jovi. Und das ist ein Klarlack auf Wasserbasis. Ist aber ein Varnish, der weiß aussieht, wie ihr seht. Ja. Und aber völlig klar auftrocknet. Das Gute daran ist, bei diesem Zeug, es geht in die Löcher rein, wenn ihr mal so wie hier ein paar Löcher habt. Ihr könnt das dreimal auftragen, was weiß ich wie oft auftragen. Ihr müsst es zwischendurch nur gut trocknen lassen. Ein bisschen Geduld ist da angesagt. Ich hole euch mal ein Bild. Ich zeige euch mal eins. So, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, das habe ich mal gemacht und damit gepinselt. Es ist hochglänzend. Es ist brillant anzugucken. Ich mag es. Ich mag die Farben. Ich mag die Zells. Und ich habe das wirklich, wirklich schweinedick. Ich habe das dreimal aufgetragen. Und jetzt, es klebt jetzt nicht mehr. Anfangs hat man das Gefühl, es klebt. Das ist auch so. Das muss man wirklich an einen ruhigen Platz stellen, wo es nicht staubt und nicht rumdreckt. Und einfach so liegen lassen. Und dann einfach mal 14 Tage vergessen. Fertig. Und wenn ich das mit dem Resin überdecke, ist genau dasselbe. Dann brauche ich auch einen Platz, der ruhig, wo jetzt kein Staub ist, keine Hund, Katz, Maus langläuft. Mein Hund wirbelt auch viel Staub auf, wenn der Tag lang ist. Das muss man dann eben mal dahin packen, wo Ruhe herrscht. Ja? Und ansonsten klebt das natürlich alles auf der Oberfläche. Das wollen wir ja nicht. Also dies kann ich sehr empfehlen. Das ist günstig zu kriegen. Frag mich mal. Das war, glaube ich, bei Amazon. Könnt ihr ja googeln. Und das kann ich euch empfehlen. Das macht keine diese komischen Pinselstriche, ja, dass man sieht, wie derjenige das gepinselt hat, überhaupt nicht. So, was gibt es sonst noch? Sonst noch können wir das Ganze, wenn es entfettet ist, mit Firnisspray übersprühen, selbstverständlich. Wenn es entfettet ist, das ist die Voraussetzung. Weil ansonsten, wenn ihr es übersprüht, kriegt ihr da, wo das Silikon ist, Löcher. Kleine Stellen, wo die Firnis nicht angenommen wird. Ja. Und last but not least, ihr könnt das natürlich Firnissen in glänzend, halbglänzend und matt, klar. Ihr könnt es auch lassen. Warum? Weil wir erzeugen hier eine absolut wasserdichte, schöne Oberfläche, die ja so wie sie ist, bleibt, dauerhaft bleibt. Ich zeige euch mal was anderes hier. Das ist nicht glänzend, das ist matt und da sind auch so schöne Metallic-Effekte mit, die ich mit einfach mit gepurt habe, mit eingegossen habe. Und ich finde, es sieht so toll aus. Da braucht man jetzt nicht daher zu gehen und unbedingt das noch zu covern. Aber wenn ihr was habt, was euch nicht gefällt, mit Cracks, mit Löchern, wo ihr sagt, da muss ein bisschen was rein, das mag ich so nicht oder es soll brillant glänzen, na dann habt ihr die Möglichkeit. Ihr könnt im Grunde genommen auch mit Glanzmedium überziehen. Was mir aufgefallen ist, das muss ich ehrlich sagen, das Varnish, also der Spray von Schminke, ist einfach
super spitze. Wenn ihr also mal ein richtig tolles Puring habt, was ihr richtig hochwertig versiegeln möchtet, warum auch immer ihr das möchtet, weil es Glanz kriegen soll oder seidenmatt sein soll, oder denkt dran, entfetten, trocknen lassen, absolut trocknen lassen, Gesichtsmaske überziehen und dann firnissen. Ja? Immer auch an eure Gesundheit denken. Man soll diese ganzen Sachen zum Sprühen, die soll man nicht einatmen. Einfach der Lunge zuliebe. Die soll ja auch euer Leben lang halten. Und ein bisschen Sicherheit ist da ganz gut. Okay, Leute, das war's schon. Ich hoffe, es war nicht so langweilig. Und wenn ihr Fragen habt, seid herzlich eingeladen, mir zu schreiben. Fragt mir Löcher im Bauch und dann geht's los. Ja, das war's eben mal jetzt für diesen Moment. Ich sag's.